Steam, Steam, Steam Engines. So, Stromproduktion hier. Und Rohre. Alles schön in die Hotkey-Leiste unten. Rohr, 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 Rohr. Steam Engine. 1, 2, 3, 4. Ich denke mal, wir werden sogar noch weiter gehen müssen. Was ganz schön krass ist, aber okay. Wo seid ihr? Hä? Ich produziere durchgehend Rohre. Wo sind die Rohre? Ah, da. Wasser, 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 Wasser. Und die sind alle am Meckern. Okay, verständlich, verständlich. Wir haben auch null Strom mehr, weil die Kiste unten alles ist. Füllen, 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 füllen. Halb füllen, Viertel füllen, Achtel füllen, Achtel füllen. Na, ja. Temperatur 93. Das Ding geht auch langsam an, das geht auch an. Gut, 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 gut. Was mit denen hier oben? Die sind auch schon alle verbunden. Der da irgendwie noch nicht so ganz. Das dauert eine Weile, bis sie alle angeschmissen sind, ja. Sieht mit dem Wasser aus. 93 Grad. 80, 86. Wir brauchen einen Boiler. Das wird immer mehr, was wir da brauchen. Da, Boiler. Boiler. Und Greifarm. Und hier Sachen reintun, die man verbrennen kann. Holz zum Beispiel. Gib mir mal ganz viel Holz. Jetzt wäre es schnell weg, aber dann ist es auch weg. Und wir sollten vielleicht die Kiste mal erweitern zu einer Stahlkiste. So, du, Stahlkiste. Mehr Holz. Und gucken, was oben... Liegt ja ein roter Circuitboard auf dem Boden rum. Komm mal mit. Gucken, was oben... Die Brennstoffdinger da... Ja, sehr gut. Alle mit. Die sollten wir auch erweitern. Immer noch mal ein paar mehr Stahlkisten. Stahlkiste, Stahlkiste. Batterien kommen mit, Plastik kommt mit. Strom sieht soweit okay aus. Das Netz sagt... Wir sind bei 50-60% Auslastung. Okay, Kiste füllen bitte mit dem guten Zeug. Das hier kann weg, das war noch ein Steinproduktionsdingens. Ja. Das Ganze machen wir jetzt nochmal mit den Brennstoffsachen. Brennstoff mit. Brennstoff mit. Und gut ist. Du hast genug Kupferplatten. Du hast genug, du hast mehr als genug Eisenplatten. Das Ding läuft also so, wie es ist, weiter. Gut. Was produziert so viel Umweltverschmutzung? Die werden mutieren, wie nichts Gutes. Also, nächste Forschung sollte definitiv in Waffen gehen. So, hier mehr Brennstoffblöcke rein. Okay. Das sollte sicher sein. Was machen die grünen Tränke? Oh, sind die grünen Tränke. Nein! Das ist schön, dass wir schon 130 produziert haben. Wir sollten eigentlich hier einsortiert werden und nicht irgendwo untergehen. So. Viel besser. So eine kleine Truhe mit einem Greifarm, die dann alles zunichte macht. Mann, Mann, Mann. Du da hinten. Wie viele Fließbänder haben wir? 462.
Greifarm haben wir nur 23. Hör. Also die ganzen Greifarme hin. Nicht so schön. Also ich kann hier gar nichts machen hier oben. Weil wir gleichermaßen Arme und Greifarme reinpacken müssen. Das heißt, wir brauchen mehr Zahnräder. Da. Zahnräder, auch nicht so viele. Was ist denn los? Der Platz ist echt ein Problem. Ich glaube, es gab aber keine Technik, die dafür sorgt, dass man mehr Platz im Inventar hat. 100? 100? 100. So, ist in Arbeit. Das ist ganz schön langsam in Arbeit. Ich mühe mal mein Inventar aus, indem ich die Sache alle da einlege. Bis auf 50. Wir hatten eine Ausrüstungskiste uns mal zugelegt, ne? Ja, die spamme ich jetzt zu. Weil gerade wenn ich irgendwelche Sachen befüllen muss, also brauche ich meinen ganzen Inventarplatz. Also Gunturrets können weg, die benutzen wir nicht mehr. Leichte Rüstung kann weg, benutzen wir nicht mehr. Normale Munition benutzen wir auch nicht mehr. Ein Stein kann weg. Alien-Artefakte können da rein. Sind wichtig, aber brauchen wir noch nicht. Können also rein. Große Electric Poles benutzen wir nicht. Zurzeit. Radarschüssel muss auch nicht sein. Eine Eisenstange kann auch raus. So ist schon mal besser. Gut. Ich nehme die Eisenstangen. Ich nehme kein Draht. Ich nehme ein Zahnrad. Achso, das war da drin, damit wir... Genau. Damit wir wissen, dass da Zahnräder rein sollten. Okay. Oh, linke Seite mit Lasertürmen verarbeiten. Das wäre eine gute Idee. Aber erstmal endlich wieder Forschung. Ich habe gerade gesagt, wenn wir das nächste Mal forschen können, sollten wir auf was gehen, was uns mehr im Militär bringt. Kampfroboter zum Beispiel. Defender-Kapsel. Nee. Aber eine Power-Rüstung hätte ich ganz gerne. Dafür brauchen wir Armor Crafting 3. Dafür brauchen wir ganz viel Zeug. Brauch Speed-Module. Brauch Module. Okay. Dauert nicht lange und schaltet die Module frei. Durch die Module können wir unsere Fabrik noch wesentlich mehr optimieren, weil wir halt bestimmte Fabriken dann schneller laufen lassen können als andere. Oder effizienter oder, ne? Energiesparender. Solarenergiezelle. Ja, nee, nehmen wir das, ist schnell fertig. So. Hier müssten wir erstmal das Muster weiterbauen. Damit wir gucken können, wo die Türme richtig hin sollen. Also da. Da. Das hier ist schon Muster, aber noch Oldschool-Muster. Ach, die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ja, muss sie wirklich. Es tut mir leid. Steinmauer. Meermauer. Das hier wäre dann... So, da kommt der Turm rein. Wo ist der Laserturm? Da ist der Laserturm. Da kommt der Turm rein. Dann ein Abstand. Dann kommt die eigentliche Mauer. Das geht nicht, so, ne? Also, ja, die müssen alle weg später. Aber später. Ich will jetzt nicht irgendwelche Verteidigungsmaßnahmen abreißen und genau dann kommt ein Angriff. Das wäre doch recht ärgerlich. Wir setzen das so hoch. Hauen immer weiter schön Bäume weg. Machen immer weiter schön Mauern drum. Und dann kriegen wir nach und nach auch hier unser Abwehrsystem zum Laufen. Mehr Mauern. Gut, 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 gut. Also, wir haben rote Science-Pack-Produktion hinbekommen, grüne Science-Pack-Produktion hinbekommen. Wir haben alle Schmelzöfen auf elektrisch umgestellt. Wir haben tierisch viele Steam-Engines gebaut. Ja, sehr geil. Wir sind hier auf Brennstoffzellen umgestellt. Warum legst du das Holzding nicht ab? Achso, weil hier überall schon Holz drin liegt. Ja. Also, wir haben genug Brennstoffzellen. Wir haben oben die Fabrik, die einigermaßen gut läuft. Wie schaut es mit den Ressourcen hier aus? Es kommt gar kein Erz bei den letzten Abend. Das ist ein sehr gutes Zeichen.
Also alles an Erz, was momentan produziert wird, wird auch verbraucht. Oder umgesetzt zumindest. Licht, 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 Licht. Überall Licht verteilen. Mehr Licht bauen. Ja, das ist schon mal sehr gut. Also wir haben keine Verluste mehr, was Erz angeht, weil es einfach nur drumherum liegt. Wird alles nach oben gebracht, wird alles eingelagert. Das hier muss alles abgebaut werden. Die Dinger da könnten eigentlich auch gebaut werden. Ich sehe hier schon das Problem. Das erste Ding ist alle. Ist nicht so schlimm. Wir fangen einfach hier eine neue Reihe gleich an. So. Und dann machen wir die auch gleich so extrem, dass sie unsere Schmelzen fast auslasten. Also nochmal zwei mehr hiervon. Haben wir gerade welche im Inventar? Hätte schwören. Ja, da. So. Und so. Haben keinen Strom, kriegen sie gleich. Oder? Wir haben noch Pfosten dabei. Ja, alte Pfosten. Nein, ich will kein. Oh, Modul fertig. Ah, sehr schön. Dann hätten wir gerne als erstes mal das Speed-Modul. Die Module muss man jetzt nochmal einzeln erforschen, aber halt auch jeweils nur 50, das geht recht flott. So. Ein davon, weil Stahlbarren fehlen. Setz bitte. Da wäre das eigentliche Muster. Du bist ein temporärer Platzhalter. Ja, sehr gut. Also die arbeiten jetzt auch noch. Sorgen dafür, dass die rechte Reihe hier durchgehend gefüllt sein müsste. Und dann passt es soweit. Die Kiste kann weg, der Arm kann weg. Das kann eigentlich auch alles hier weg. Aber darum kümmere ich mich nächste Folge. Also, für die nächsten Folgen steht an, das alte System hier abbauen. Mehr Lasertürme bauen, viel mehr Mauern bauen. Untenrum dicht machen, Westen dicht machen, irgendwann oben dicht machen, wenn ich weiß, wie groß das ganze System sein soll. Dann... rote Forschung anschmeißen, sehe ich gerade. Kupferplatten, Zahnräder. 200 Kupferplatten, 199 Zahnräder. Der Rest ist soweit okay. Wir bräuchten jetzt noch eine neue Anlage. Ich weiß noch nicht, ob wir sie hier hinbauen oder weiter nach oben expandieren. Aber der Platz hier wird gerade gar nicht genutzt, also denke ich mal nach hier. Und zwar für die roten Chips. Die da. Plastik, Electric Circuit und Copper Cable. Das sind drei Werkstoffe. Bei drei Werkstoffen muss man das schon mit so einem Ding hier machen. Glaube ich. Also ja, das Rote noch automatisieren. Sonst... Wir könnten noch für die besseren Inserter was bauen. Für den Fast Inserter, weil ich glaube für die hellblauen Science Packs, genau, da brauchen wir einen Smart Inserter pro Science Pack. Das heißt, wir brauchen auch einen Smart Inserter Production Complex. Smart Inserter braucht einen Fast Inserter, also brauchen wir auch einen Fast Inserter Production Complex. Der braucht einen normalen Inserter, dafür haben wir schon einen. Also würde hier sich wirklich anbieten dafür. Auch wenn wir hier Öl haben, was in dem Weg ist. Aber ja. Baum weg, Baum weg. Also ein Fast Inserter Komplex, ein Smart Inserter Komplex, ein Red Circuit Komplex und ein hellblau Science Pack. Komplex. Eventuell hier reinquetschen, sonst weiter nach oben. Dann Stromnetz weiter ausbauen. Akkumulatoren. Habe ich noch gar nicht gebaut. Ich baue mal davon ein paar und suche mir ein schönes Plätzchen aus. Das ist dann unser Überschuss. Also alles, was in Überschuss produziert wird, kommt dahin und wird dazwischen gelagert und wird rausgenommen, sobald wir mal einen Engpass haben. Das heißt, daran kann ich ganz gut gucken, ob im Strom irgendwas nicht klappt. Und ich denke, ich setze das hier in die Nähe unserer Lasertürme. Was auch vom RP her Sinn macht, weil ich denke, die Lasertürme werden ziemlich viel Strom fressen. Akku.
Ah, die sind 2x2. Ich mag kein 2x2. So. Okay. Dann ist das unser System für die Akkus. Die füllen sich jetzt langsam mit Energie. Oder auch ziemlich schnell in unserem Fall. Und dürften dann eigentlich wieder mucksmäuschenstill sein. Genau. Das heißt, wenn wir das nächste Mal sehen, dass die hier ein Geräusch machen, oder es hören, besser gesagt, weil sie sind doch recht laut, dann wissen wir, dass die hier nicht genug Strom produzieren. Und dass dann aus denen was rausgesogen wird, um die mangelnde Produktion auszugleichen. Also, das auch in den nächsten Folgen weiter ausbauen, Lasertürme hier weiter ausbauen, immer regelmäßig gucken, ob hier alles okay ist. Und damit sind wir, glaube ich, erstmal ausgelastet. Vor allem, wenn die Speed-Module da sind, können wir noch recht viel pimpen, was die Produktion angeht. Und dann kommen hoffentlich auch bald die Roboter, damit ich nicht mehr so viel hin und her laufen muss. Und mehr Aliens abschießen und Züge bauen und so. Also, bis gleich.